Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier bei Pandrodor, dem Drachen, den ich gerade nicht ansprechen kann. Wehe dir, wenn du noch einen Schritt näher kommst. Ah, das Auge Innos scheint zu funktionieren. Es kamen schon viele deiner Art. Ich habe sie alle hinweggefegt. Spar dir die Mühe. Du machst mir keine Angst mit deinen Sprüchen, du stinkende Ausgeburt der Hölle. Sag mir, was ich wissen will, oder ich werde dich in deinem Blut ertrinken lassen. Du kleiner Wurm, wagst es mir zu drohen? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht gleich in tausend Stücke zerfetze. Ich bin ein Gesandter Innos und trage das geweihte Auge bei mir. Du hast keine Wahl. Du wirst dich meinem Willen beugen, oder ich werde dich vernichten. Sag, was du von mir willst. Wo finde ich den Rest von euch widerlichen Kreaturen? Die Elemente, aus denen alles gemacht ist, halten diese Welt zusammen. Jedes Einzelne steht für die Fähigkeit, einen Teil der Welt zu kontrollieren. Suche nach den Elementen und du wirst die anderen finden. Wer bist du? Mein Name ist Pandrodor und du wärest gut beraten, wenn du wieder unter den Stein kriechst, unter dem du hervorgekrochen bist. Diener des Bösen, warum bist du hier erschienen? Bist du nur gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Der höhere Sinn unserer Zusammenkunft in dieser Welt, kleiner Mensch, wird dir verborgen bleiben. Was in Innos Namen muss ich tun, um euch wieder aus der Welt der Menschen zu verbannen? Bevor du handeln kannst, musst du erst den Sinn unserer Zusammenkunft verstehen. Doch wird dir niemand aus freien Stücken davon berichten. Allein das Auge könnte unsere Zungen lösen und dir unsere wahren Ziele offenbaren. Allerdings wird dir das nichts nützen, wenn du tot bist. Das Auge hat dir den Zugang gewährt. Doch ob du meiner würdig bist, wird allein der Zweikampf entscheiden. Wie bringe ich die anderen Drachen zum Reden? Allein mein Herz könnte dir helfen, die Macht des Auges zu erneuern. Aber es wird dir nicht gelingen, mir das Herz zu entreißen. Die Macht des Auges ist verbraucht. Dein Leben endet hier, Mensch. Mist, das funktioniert nicht. Aber da seid ihr. Ich wollte gerade Bescheid sagen, dass wir loslegen können. Nein, 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 nicht auf Rott, nicht auf Rott. Auf Pandrodor, bitte. Den Kugelblitz. Jetzt bleibt mal kurz. Ah, okay, das hat getroffen, immerhin. Rott hat leider schon ein bisschen Schaden genommen. Und ihr seht, das ist eine neue Aufnahme, deswegen muss ich hier mein Inventar wieder von oben durchsuchen. So, zack. Das ist mal so. Und dann vielleicht noch ein. Siehst du mal. Und dann. So, sehr schön. Boah, 3000 Erfahrung. Eine Stufe mehr. Und hier ist das Herz des Sumpfdrachens. Danke, Jungs. Das war echt Verdammt. Super. Ist er tot? Beruhige dich wieder. Es ist vorbei. Junge, war das ein Brocken. Ja. Warte mal. Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Ja, das werde ich tun. Aber stopp, bevor... Sekunde. Bevor ich hier dich verliere. Sorry, das musste mal ein bisschen sein. Weil bis ich jetzt einen Trank getrunken hätte, hätte ich ihn verloren. Was ist los mit dir? Ah, dieser Stiefel, dieser... Okay. Und was machst du? Du kannst fragen. Okay, das war's. Okay, ich nehme alles zurück. Ich dachte, der hätte noch irgendwas Wichtiges oder irgendwas Witziges zu erzählen. Nö, hat er nicht. Hey, das war der erste Drache. Wow, das war tatsächlich ein fetter Brocken. Aber so alles in allem, mit der Hilfe von zwei Drachenjägern, muss ich sagen, war es dann doch ganz machbar. Gut auf jeden Fall, dass ich Kugelblitz konnte. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache gewesen.
Denn sonst hätte ich nämlich Rod mit meinem mit meinem kleinen Feuersturm beschädigt und Schaden zugefügt und sozusagen meine eigenen Kameraden dann angegriffen. Könntest du da wieder hochspringen? Kannst du nicht, ne? Ah, geht das? Na? Vielleicht so? Na? Komme ich da denn hoch? Ah, schon. Nein. So, jetzt dürfte ich weit genug hinten sein. Na, bin ich nicht. Dann noch einmal. Na, komm schon. Na, okay, ich komme da nicht hoch. Was soll's. So, Drache besiegt. Herz habe ich. Lederbeutel, Lederbeutel, Lederbeutel. Boah, ich glaube, der Drache hat hier ein wenig Geld gehortet, so wie es aussieht. Ist das nur Geld? In Beuteln oder ist das noch mehr? Weiß ich nicht. Schauen wir doch mal. Also eine Schatulle war auch dabei. Die ist wahrscheinlich auch relativ wertvoll. Und das ist hier hinten noch nichts mehr. Okay. Wow. Das schaue ich mir sofort an, was ich da alles jetzt bekommen habe. Und zwar haben wir hier Diegos alten Lederbeutel, den will ich behalten. Genauso wie den Tränenpfeffer. Und den Apfeltabak kann ich irgendwie auch nicht benutzen. So, wo ist die Schatulle? Wo ist die Schatulle? Schatulle, Schatulle, Schatulle. 3x 750, einmal 1000. Kann ich die öffnen? Nein. Schade. Und ansonsten hätten wir hier 75 Gold. Und dann nochmal 250 Gold. Also insgesamt 325 Gold, wenn ich mich nicht täusche. Und dazu die eine Schatulle, die nochmal 750 wert ist. Das heißt über 1000 Gold. Meine Güte. Ich würde mal sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Drachen hier zu erledigen. Und dank der Hilfe der beiden Drachenjäger war das ja... Ja, es war nicht ganz ohne, aber... Also es hat sich zumindest so angefühlt, als wäre es nicht ganz ohne gewesen, aber... Es war machbar. Definitiv machbar. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Sumpfhaie. 3 Stück, um genau zu sein. Okay, erstmal die Sumpfgasdrohne. Ups. Trifft der? Ne, der trifft nicht. Ach, verdammt. Warte mal. Das war ja gerade ziemlicher Unsinn, was ich da gemacht habe. Aus Gründen, die ich gleich erklären werde. Und zwar habe ich ja das Auge Innos noch an. Das heißt, ich habe zu wenig Mana. Ich kann nicht viermal zaubern. Und wenn ich nicht viermal zaubern kann, dann brauche ich mich auch nicht mit einem Sumpfhai anzulegen. Wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier das Auge Innos smatt. Was ist jetzt los? Okay, es hat nichts an meinen Werten geändert, aber es macht seltsame Geräusche, die nach böse klingen. So, und jetzt fehlen mir 25 Mana. Na, klasse, hätte ich nur daran denken sollen, ne? Wo ist das? 15 und 10. Ich muss mal langsam wieder Kräuter finden, hey. Ich habe ja fast nichts mehr. Zumindest von dem Mana-Zeug. Das geht ja mal gar nicht. Andererseits, ich könnte auch mir Laborwasserflaschen kaufen. Und ganz simpel und einfach meine großen Kräuter mal in Tränke verwandeln. Das wäre zwar jedes Mal Verschwendung, aber es würde auf jeden Fall ausreichen, jedes Mal. Okay. Wie ihr seht, sind da Blätter. Kann ich da außen hoch? Mal blöd gefragt. Was müsste denn hier so sein, ne? Ne, das geht leider nicht. Schade. Nun denn. Also. Du kriegst aber 2. Und dann kriegst du nochmal 2. Ah. Cool.
Da habe ich gerade aus Versehen den ersten mit dem Flächenschaden des zweiten erwischt. Nichts zu holen. Na, was soll's? Soll mir recht sein. Ich werde mich nicht drüber beschweren. Finde ich gut. So, dann hier nochmal Mana auffüllen. Und den nächsten Sumpfei. Nein! Komm her! Nichts zu holen. Ach, jetzt hänge ich schon wieder an den Blättern fest. Das ist ja ätzend. Die sind so durchsichtig. Dass man da nicht durch kann. Mann! Oh mein Gott, ich brauche Lebensenergie. 10, um genau zu sein. Nein, ich werde nicht den Käse essen. Zum Beispiel ein Stück Fleisch. Habe ich beide erwischt? Nein. Leider nur eine. Egal. Da liegt doch was, oder? Da liegt nichts, okay. Da ist nichts zu holen. Oh, da liegt ein toter Drachenjäger. Oh. Den hat's erwischt, hä? Huh? Da ist nichts zu holen. Aber das ist die Sumpfgast. Ach, das ist die andere Seite der Echsenmenschenhöhle. Sekunde, ich brauche mal eben ein bisschen Mana. Dann will ich mal was versuchen. Und zwar 1 und 2. Und dann schauen wir doch mal, wenn mich dieser dämliche Stein nicht aufhält, wie viel Schaden ich den machen kann. Nicht allzu viel, leider. Das heißt, ich brauche jetzt mit denen gar nicht erst anzulegen, aber ich kann immerhin die Abkürzung hier nehmen und einfach durchrennen, weil ich sie eingefroren habe. Schade, so richtig viel Schaden mache ich denen nicht. Müsste ich mal vielleicht magisch versuchen. Würde vielleicht gehen, ist aber halt schwierig bei zweien. Ich muss sie halt auf jeden Fall beide einfrieren, damit sie mir keinen Schaden zufügen. Und, ja. So, jetzt bin ich doch wieder bei euch. Erzähl mal. Nö, okay, hier gibt's nichts Neues. Gut, ich habe das Herz des Drachen. Allerdings frage ich mich, wie genau ich jetzt das Auge Innos mit dessen Hilfe wieder aufladen soll. Wo muss ich da hingehen? Was muss ich dafür tun? Kann ich es einfach benutzen? Das probiere ich einfach mal aus. Wo ist das? Da? Nein, kann ich nicht einfach benutzen. Dann, wer hat mir das denn gesagt, dass ich das wieder aufladen kann? Ich glaube, das war einer der Feuermagier. Oder Xardas. Oder Vatras. Genau, einer von denen muss es gewesen sein. Gut. So, was hab ich jetzt zu berichten? Hey, du. Der Drache ist tot. Warte mal. Merkt ihr das, dass der Drache tot ist? Wie ist die Lage? Ich danke dir für die... Na, okay. Habt ihr nicht gemerkt. Dann, auf in die Burg. Vielleicht klappt das ja direkt an einem Alchemietisch. Schauen wir doch mal. Das Auge Innos wird aufladen. Hey, was sagst du denn? Das Auge Innos pulsiert voller Energie. Sehr schön, das war einfach. Habe ich denn Laborwasserflaschen? 43 Stück, sehr schön. Und außerdem habe ich Feuerwurzel 24 Mal. Und ich würde gerne herstellen Mana Elixier. Ich hoffe, das kann ich. Elixier. 2 Feuerwurzeln, 1 Feldknöterich. Ja. Wie viel Feldknöterich habe ich denn? Weiß ich gerade gar nicht. Die Sache ist halt, ihr seht, jeder Trank braucht einen Feldknöterich. Feldrübe. Feldknöterich. 48. Ja, okay, da habe ich noch genug. Gut. Das war blöd. Das war sehr blöd. 2 Feuernesseln. Ja, das war blöd. Das natürlich nicht funktioniert, weil ich von den kleinen Mana-Pflanzen keine mehr habe. Ist ja auch nicht so wild. Wie gesagt, Feldknitterich ist eine begrenzte Ressource, deswegen muss ich mir auswählen, welche Tränke ich herstelle. Und da ich bei dem großen Trank einfach 4-mal so viel Mana kriege wie beim kleinen, ist es Unsinn, hier den kleinen herzustellen. So, was sagt denn mein Inventar jetzt? Mein Inventar sagt, ich habe wie viele 100er Tränke? 15. Ja, das reicht fürs Erste. Ich will euch jetzt ja nicht langweilen. Da ist nichts mehr. Gut, dann würde ich doch mal sagen, ich gehe mal eben zum Hauptmann. Garond, wenn ich mich recht erinnere. Und berichte dem mal,
dass der Sumpfdrache tot ist. Was hat er da vorher gewusst? Vielleicht haben sie auch mehr Informationen mittlerweile, wo die anderen Drachen sitzen. Also richtig schlau geworden bin ich ja nicht aus dem, was der Drache gesagt hat. So, wenn ich schon mal hier bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Und jetzt habe ich auch nochmal... Hey, 29. Warum nur 29? Ich wollte 30 Mal gebratenes Fleisch. So. Eine runde Zahl. Damit es auch reicht zwischendurch. Erzähl mal. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Okay, also ich habe ja eine Vermutung. Weil ja einer meinte, Silvio sei im Westen bei dem Eis. Wahrscheinlich ist dort auch ein Drache. Warum erfahre ich das erst jetzt? Trotzdem möchte ich mal jetzt hier nochmal mich umhören. Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer... Nipp. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Einen von ihnen habe ich schon getötet. Kannst du mir sagen, wo ich die anderen finde? Es gibt da eine Felsenfestung im Süden, noch weit hinter dem Vulkan. Unsere Späher haben berichtet, dass die Festung schwer bewacht ist. Vielleicht verbirgt sich dort einer von ihnen. Eine Felsenfestung im Süden. Wo soll die denn sein? Ich überlege gerade, ist das meine Xaras-Turm? Meine Meinung kennst du ja schon. Oder das östlich davon von Xaras-Turm? Das könnte auch sein. Tja, erst zum Eis oder erst in die Berge? Ich gehe erst zum Eis. Eis ist cool. Außerdem ist dort Silvio. Den wollte ich immer auf die Fresse hauen, so ein bisschen. Ich meinte natürlich ihm beglückwünschen zu seinem miesen Charakter, genau. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich hab mir das schon gedacht. So, apropos Geld für meine Ausrüstung. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nee, hier kriege ich nichts. Geld für die Ausrüstung, ne? Und so. Kannst du knicken. Rüstung kriege ich nicht vom Schmied, er lacht mich aus, bessere Waffe kann ich nicht tragen. Die Uhrzeit sagt 23, das heißt, ich penne jetzt mal eine Runde. Und dann würde ich mich zum Pass teleportieren. Und hier gibt es schließlich einen, der mir angeboten hat, mich zu begleiten. Nämlich Biff, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß nämlich nicht, ob ich Drachenjäger finde auf dem Weg zum Eisdrachen. Und wenn ja, ob sie nicht einfach nur Silvio und vielleicht seine Geschergen sind. Denn dann werden die wahrscheinlich nicht unbedingt gerne mit mir zusammenkämpfen. Und alleine möchte ich mich dem Drachen dann doch nicht stellen. Wir haben gesehen, beim Sumpfdrachen einfrieren funktioniert nicht. Und wenn einer immun ist gegen Eis, dann wird es wohl der Eisdrache sein. Das heißt, einfrieren wird bei dem erst recht nicht funktionieren. Von daher hätte ich doch gerne hier ein wenig Unterstützung dabei. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Warum nicht? Was zahlst du? Du bekommst die Hälfte der Beute. Das hört sich gut an. Aber ich warne dich. Verarsch mich nicht, sonst wirst du es bereuen. Und noch was. Ich will keine Waffe oder anderen Krempel, den du hier aufsammelst. Mich interessiert nur das Gold. Kapiert? Yep, alles klar. Dann kommen Sie mal mit, Herr Biff. Interessant ist, die anderen Drachenjäger, die hier waren, die sind alle verschwunden. Das heißt, sie werden auch hier irgendwo auf dem Weg sein. Vielleicht auf dem Weg zum Eisdrachen. Vielleicht auf dem Weg nach Süden. Vielleicht auf dem Weg zum vierten Drachen, von dem ich nicht weiß, wo er sich befindet. Schauen wir doch mal. Ich finde es auf jeden Fall spannend, hier jetzt nochmal durch das Minental durchzulaufen von Gothic 1. Das hat sich schon ein bisschen was verändert. Gut, da vorne war ein Drachensnapper. Da will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort durchlaufen, selbst mit Biff. Ich würde einfach mal schauen, ob ich hier oben vielleicht nicht besser durchkomme. Hahaha, das sind drei Feuerwarane. Vergiss es. Ich glaube, wir legen uns lieber mit den Drachensnappern an. Ich habe immer die Möglichkeit, beide einzufrieren. Ich kann jetzt zweimal Eisblock machen. Nur mal, um sicher zu gehen. Eisblock kostet 40 Mana. Das kostet 25, das weiß ich. Und der Kugelblitz kostet
10 bis 40. Okay. Das heißt, ich kann zwei Eisblöcke und dann einen richtigen vollen Kugelblitz machen. Was soll ich mit Unkraut? Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, ich warte mal ab, bis Biff einen Drachensnapper angreift und dann friere ich den anderen ein, damit der zumindest mal ein bisschen seine Ruhe hat. Yo, aber das würde ich dann doch beim nächsten Mal tun, denn diese Folge ist schon wieder so lang. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal auf der Jagd nach den beiden Drachensnappern, beziehungsweise auf dem Weg zum Eisdrachen. Bis dahin, auf Wiedersehen!